Es geht alle Mann wieder zu spät, ey. Gott, Hermann hat ein neues Auto, ne? Wollt alle abholen, hat ein Smart. Das ist geil, ey. Gott, nein. Oh. Läuft er jetzt, oder was? Andi! Mach doch mal was für den Kopf! Nur weil du hinten auf dem Rücken ABC-Pflaster hast, heißt doch lange nicht, dass du ein Buch liest. Und in der Bundesliga, Topspiel, Schalke gegen Gladbach. Am besten in eine Felddienstarena den Rasen betonieren, dass das Niveau nicht noch mehr sinkt. Boah, Geschichten aus dem Abstiegskeller, Schalke 04. Gerard Asamoah sagt, zu mir kam noch kein Spieler und hat gesagt, kann ich bitte wechseln? Den hätte ich sonst auch aufgefressen. Ja, also dann behalt doch alle, dann kannst du in 5 Jahren gegen uns spielen. Stefan! Komm! Wechsel! Ja sicher, wie bei AstraZeneca, ich nehme dich aus dem Spiel. Ja, der Rangnick bastelt auf Schalke schon an seinem Team, fehlt für mich ein Mann, Olaf Thon. Ja sicher, wird das mit dem nix, kannst du immer noch sagen, ich habe mich im Thon vergriffen. Das ist der gleiche Satz, wie wenn du aus dem Töpferkurs fliegst. Kevin! Oh, der ist so hohl, kniet letztens in der Kabine vor einer Steckdose und sagt, wer hat dich denn eingemauert, du armes Schwein? Ja, und in Gladbach, Champions League aus. Ne? Ich glaube auch, der Eberl hat vor seiner Pause im Januar, ne, hat er gesagt, ich lasse euch einfach eine Rose hier und komme erst wieder, wenn die Blätter verblüht sind. Und alle Gladbacher, oh, das ist aber romantisch. Ne? Und dann haben die gemerkt, oh, das war aber eine Plastikrose. Jetzt mal genug Witze hier über Marco Rose. Das langt auch, ne? Rot ist die Rose, gelb ist die Biene, ich kann nicht dichten, Waschmaschine. Ferdinand! Psst, hol mal Eisspray für den Stefan! Was? Du hilfst ihm mit Ayurveda? Was ist das denn? Der Bruder von Darth Vader? Ja, und in Schweden ist der Halbgott in Weiß zurück. Zlatan Ibrahimovic spielt wieder Nationalmannschaft. Da hat selbst Chuck Norris kurz gezuckt. Der Ibrahimovic hat mal gesagt, als er bei LA Galaxy gespielt hat, die sind aus den Playoffs ausgeschieden. Ja, er könnte hier nicht spielen, das Stadion wäre ihm zu klein. Ne? Er müsste mindestens spielen vor 80.000. Sonst wäre das ein Spaziergang im Park. Mhm. Mein Andi hat mal gespielt um 80.000, ne? Da zahlt er heute noch von ab. Andi! Na, du freust dich schon wieder auf Malle. Ja, sicher. Schön an die Costa del Prol, ey. Oh, Mallorca, das wird wieder was, ey. Sitzen wir wieder alle im Flieger, kommt der Flugbegleiter. Germany, alle Mann. Ich so, nee, alle Mann sind wir noch nicht, da fehlen noch zwei. Ferdinand! Boah, echt, ey. Mach doch mal mit bei Goodbye Deutschland. Dann mische ich hier endlich los. So, dieses Jahr unser Motto auf Mallorca, wir saufen, bis der Arzt kommt. Ich habe zu meinen Jungs gesagt, wegen Corona gibt es ein paar Änderungen, ne? Die Schinkenstraße heißt jetzt die Durststrecke. Ja? Und sein Hermann, ach, den legen wir schön an den Strand. Moby Dick ist zurück. Ne? Weiße Haut auf weißem Strand. Kommen dann die Badegäste ans Meer. Dann hat der Hermann jedes Mal eine kostenlose Akupunktur, ne? Von den Einstechen der Schirme. Ja, den Sangria, ne, den saufen wir auf Malle auch nur aus Gläsern, weil bei uns ist ja die Kondition schon im Eimer. Die Leberwerte ist halt unser Meniskus. Ne? Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Ferdinand! Wäre Saufen systemrelevant, ne? Dann wärst du Bundeskanzler und wir alle immun!